Willkommen zurück zu Super Mario Bros. World. Oh, ist das dumm. So, heute spielen wir die Welt zu Ende und wir spielen mit dem gelben Toad. Du bist dumm. Und das Lustige bei diesem gelben Yoshi ist, dass nicht nur das Artwork hier einfach die Smash-Pose ist, die Smash 4-Pose, wie es auch als Amiibo gibt, sondern dass das Artwork selber, nicht nur das Model, sondern auch das Artwork von ihm, es ist einfach nur 1:1 das gleiche, was es vor ein paar Jahren Mario Party oder so gab. Also es sieht auch im Thumbnail wahrscheinlich auch. Wir sind wieder mit Max dabei. Wir spielen noch eine Folge zusammen online. Und dann kann ich eigentlich vom Keller verschwinden. Ja, die haben alle neue. Hat ich was online? Oh, hier ist eine Münze. Schau mal hier. Achso, ja, ich weiß noch, warum ich hier runtergegangen bin. Ich hab gerade vergessen. Ich wollte hier runter, denn ich wollte mit dir noch zusammen ein paar Standys kaufen. Oder? Genau. Hier, aber ich habe zu viel Geld. Blauer Toad geduckt. Schwimmender Mario. Der war Yoshi geduckt. Blasenblauer Toad. Roter Yoshi, der Schade ruft. Yoshi, der am Trampeln ist, wie ein Trampeltier. Oh, Mopsi. Da haben wir wieder einen Spoiler. Deshalb hau ich direkt auf. So. Okay, ich wollte nur ein bisschen was loswerden, so, weißt du? Nur ein bisschen was loswerden. Okay, wir haben hier ein 4-Sterne-Level. Bist du da? Okay. Stacheltest, Feuer frei! Wow! Ich bin überzeugt, dass die Yoshis alle andere Sounds haben. Das muss so sein. Oh, Junge, das sieht aus wie ein Mario Maker Level. Hä? Wir haben eine Kanone! Piu! Warte. Oh. Elefantenfrucht, nehme ich mal für dich mit. Es wäre halt schön, wenn du es auf mich reiten könntest, ne? Als Elefanten-Daisy. Du bist bei mir in der Luft. Ja. Die singt halt. Fuck. Pass auf, Max, pass auf. Boing. Ah, das war knapp. Wie komm ich denn daran? Nee. Ah, den muss man einfach nur killen. Dann fällt er da drauf. Hast du es geschafft? Lol. Ja, ich hab's auch geschafft. Okay. Nur bei dem? Ja, bei dem das gleiche, bei dem das gleiche. Der muss da drauf fallen. Das ist sehr kreativ. Ey, sowas in Mario Maker will ich sehen. Fuck, um jetzt. Hast du es nicht? Hast du es nicht geschafft? Ja. Dann muss es gleich nachholen. Aha. Was ist das da? Alle Kanone ist sogar weg. Du machst das toll! Ah, okay, meine Fans sind hier unten. Du Musik ist cool. Die Musik ist immer cool, aber trotzdem ist cool. Okay, es geht direkt weiter. Wow. Nochmal kaputt hier. Nochmal. Okay. Ja, ich guck zu. Okay, was geht da? Was hat er auf seinem Kopf? Wow, ich lass mich von dem treffen. Bin schlecht. Boing. Nein! Nein, nicht retten. Ich muss nochmal restarten. Leider noch mal restarten. Leider mache ich das Level gerade weiter. Du kannst ruhig weitermachen. Es wird witzig. Ich will noch mal neu starten, weil die. Ja, okay. Jetzt bin ich gehypt. Ich bin gespannt, was da gleich passiert. Ja, die Wonderblume. Ja, ja, nicht spoilern. Nein! Ich bin gestorben. Mann! Ich bin gut in dem Spiel, okay? Nur manchmal habe ich so meine Probleme. Es passiert halt. So, was soll ich sagen? Du hast schon deine 5 Minuten. Ja, gleich werden es 10 Minuten. Oh. Ich hab's wieder versaut. Oh, das ist aber auch echt schwer jetzt. Okay. Ich nehme mal mich eine andere Ability. Ich nehme mal Rettungssprung? Ja, nehm mal Rettungssprung. Und ich darf den nicht abfeuern, während das Ding gerade nach unten fährt. Oder nach oben fährt. Dann darf ich es nicht abfeuern. Weil sonst. Die Blume ist gerade in den Tod gestürzt. Fällt dann nicht mehr in das Loch rein. Das heißt, hier muss ich kurz warten. Meine Kamera ist wieder raus. So. Den muss ich einfach so killen. Oder essen. Okay, warte. Jetzt! Ja! Jetzt! Was passiert jetzt? Oh, der Superjump!
Die müssen das Level eh nochmal machen, also. Ja, kannst du machen. Whee! Wo lang? Goldene Mitte! Das ist immer die goldene Mitte! Hab ich was das gesehen? Die Musik ist cool. Wie hab ich schon gesagt? Egal. Oh. Aber ich finde die Stachelviecher, wenn man immer sich verwandelt, wie ein Mario Odyssey-like, die sehen voll cool aus. Was ist denn das hier? Ach ne, Pixelblume ist das. Wow. Da ist es. Good job. Ich falle. Ich fall mit dir. Alter, er ist einfach gestorben. Uha. Okay, den kann ich essen. Boing. Oder auch so. Passt. Jetzt habe ich ihn bei mir. Kann ich so nach oben schießen, so ein bisschen. Oder mich einfach killen. Oh nein. Schaffe ich das? Ja, schaffe ich. Nice. Hab ich alles? Ich habe alles. Yay! Yippie! Warte. Hier ist ein extra Block für den gelben Yoshi. Ich bin der gelbe Yoshi. Und wie fandest du das Level? Also, war sehr stachelig. Ich fand das aber sehr kreativ. Das könnte wirklich so ein Mario Maker Level sein. Mike, das machen wir gerade horny. Wie bitte? Wie bitte? Lassen wir das. Lassen wir das. Lassen wir das. Während du noch das Level nachholst, gehe ich ein paar Standys. Oh ne, warte, hier ist noch ein Level. Bei stachelig und so. Ja. Du hast dich über diese Plattform bewegt, als hättest du nie etwas anderes getan. Welch ein Anblick. Fump. Und der andere Wow, was. Was für ein Scam, Alter. Hey. Moin. Ja. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ich mach noch ein paar Standys. So, was können wir noch kaufen? Duckende Toadette. Duckender gelber Yoshi. Gelber Yoshi auf der Wolke. Der ist der böse. Was auch immer das für ein Gesicht ist von Herr Blond Yoshi. Hüpfer Peach, wie sie aussieht. Das ist diese pinke Krone. Also pink und dann die Krone drauf, meine ich. Flatterflug roter Yoshi. Schwimmender hellblauer Yoshi. Yoshi-Pose. Feuer-Luigi. Blauer Tod, der happy ist. Feuer-Peach. Ohne den Ponytail ist noch ein Grund. Schwimmender blauer. Happy-blauer. Egal, die Münze Maria. Duckender gelber. Kann man auch welche bekommen, die man schon hatte? Irgendwie ja, oder? I don't know. Ja, man kann, glaube ich, schon welche bekommen, die man schon hatte. Das ist ja blöd. Hm. Ah, das ist neu. Yoshi geduckt. Gelber Seifenblasentoad. Gelber Yoshi, der irgendwie Zunge rausstreckt. Gelber duckender Toad. Okay, ich lass jetzt mal. Du bist jetzt wahrscheinlich fertig, oder? Ja. Okay, da ist noch ein Verstauspause-Level. Zeitschalter, Kletterei. Wow. Ich nehme mal hier. Mein Liebling, Fallschirmmütze. Was ist dein Liebling? Oh, Fallschirm. Auch? Okay. Oh, ich sehe schon, was das hier wird. Für ein Heidenspaß! Ach ja! Yippie! Bist du schon durch, ne? Yippie! Ach, guck mal, wer Mermaid doch mitspielt! Witzig, können wir auch gleich einladen für die nächste Folge oder für diese Folge. Wäre doch lustig. Yay! Da oben ist das Ziel. Doch nicht, hallo. Nee. Ich muss die Krone ergattern. Das ist hier kein Miteinander hier. Was dachtest du denn, was das hier wäre? Nee. Okay, nee, das ist ein Gegeneinander. Ja. Mike, du weißt, wo wir uns nachher treffen, oder? Hier bei Schwärmertest unterm Nachthimmel habe ich die letzte Münze übersehen. Direkt, also hier ist ein Secret Block, Leute. Direkt nach der Halbzeitflagge kriegen wir hier die Münze. Aua, lasst euch hier nicht treffen, das tut sonst sehr, sehr weh.
Okay. Also. Dann machen wir jetzt das eventuell letzte Level. Zumindest sieht es so aus wie im Herzen. Oh, wie schön, Max. Glaubst du, Yoshi würde die essen, die Herzen? Ja. Warum heult er? Wahrscheinlich, weil ihr ja kein Like da gelassen habt. Schämt euch. So. 10 Dinger, ich hab 18. Wie hast du? Auch 18. Okay, dann sind wir gleich auf. Wunderbar. Sieht voll cool aus. Abschlusstest. Nicht trödeln. Hast du gehört, Max? Nicht trödeln. Ja, ich hab ihn verstanden. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, das ist dasselbe aus dem Trailer, oder? Ah, voilà, und nun zur letzten Prüfung. Erreichst das versteckte, wahre Ziel, so gilt sie als bestanden. Doch gib Acht, bei dieser Prüfung ist Vorsicht oberstes Gebot. Fump! Ah, die Musik mal wieder. Ich geh ab! Ich geh ab! Ich hält mich am Boden. Oh, ich hab was übersehen. Ich hoffe, das war nicht wichtig. Zisch! Wow! Hast du's? Nein, habe ich nicht. Okay, dann muss es gleich nachholen. Oh! Oh Gott, was passiert jetzt? Oh nein! Was zum... Oh. Ab nach oben! Hui! Hä? Hä? Wie hat man da angekommen? Verdammt, ich habe eins übersehen. Ja, ich auch. Oh, da müssen wir gleich nochmal gucken. Da muss man wahrscheinlich ja nicht springen. Das ist ja voll gemein. Voll gemein. Man kann auch ducken. Los. Ja, wie oft wollt ihr noch los sagen? Oha, oha. Wow. Was passiert hier? Oh, yeah. Oh, kann er hoch. Wahoo. Wir haben einfach 2 Zehnermünzen verpasst. 3. Und es... 3? Nee. Achso, ja, du 3. Und was uns noch fehlt, ist das versteckte Ende, weil der hat doch gesagt, er gibt ein verstecktes Secret Ending, oder nicht? Ja. Oder hat er es einfach nur so gesagt? Nee, gar nicht. Lass mal sehen. Also, es. Doch! Herzlichen Glückwunsch, du hast alle wundersamen und güldenen Fällen gefunden. Zur Belohnung kriegst du 100 Blumenmünzen. Oh, das Limit ist 999. Warte, jetzt geh mal kurz aus. Okay. Soll ich dann so lange zu Level allein spielen? Kann ich ruhig machen. Alles klar. Boah, okay, jetzt muss ich überlegen, wo alles sein könnte. Wo könnte alles sein? Ist die erste Münze, weiß ich ja. Die war easy. Max ist einfach nur bei einem Skin-Issue fest. Okay. Ach, nur eine Spielskin. Vielleicht soll ich einfach mit dich mitnehmen. Ja, einfach drüber springen. Vielleicht hilft das. Okay. Das Level ist auf jeden Fall jetzt anders. Ja, 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 ja. Ja, es ist richtig, aber. Oh, wäre ich jetzt nicht Yoshi, hätte ich es nicht mehr bekommen. Da musst du richtig aufpassen. Da musst du direkt nach links halten, sonst wirst du nach rechts geschleudert. Das ist ein geiler Block. Nett. Okay, weiter geht's. Wo ist das letzte Ding? Das kriegt man bestimmt auch nur als. Ja. Das kriegt man, die beiden kriegt man nur, wenn man nicht die Wunderblume nimmt. Also man muss das Level zweimal machen. Also jetzt einfach nicht die Wunderblume benutzen. Genau. Ja. Wow, was zum... okay. Wow, geht so viel ab. Es geht nach unten. Wow. Bis später. Oh, ich kann auf den springen. Oh. Hä? Warte, ist das ein anderes Ziel hier? Weil da war gerade die Bowser-Flagge. Ja doch, das ist ein anderes Ziel hier. Hier ist halt jemand. Schade. Wie das aussieht da mit dem Effekt. Okay. Da wächst eine Blume auf seinem Kopf. Du hast nicht gesehen, wie ich gerade gestorben bin. Nee. Okay, ich gehe dann schon mal nach oben. Boah, wie das aussieht. Ich bin doch nicht gestorben. Königssamen-Villa. Ah, es ist einfach nur ein ganz normales Haus. Wie ist es eine Villa? Oh, da ist er ja. Da
hast dich die Prüfung in der Güldenfälle gestellt. Ich bin sehr stolz auf dich. Nun ist auch der letzte Test bestanden und ich erkläre deine Prüfung hiermit für beendet. Geschafft! Das bedeutet? Oh, er blüht. Oh ja, der Königssaal würde gehören. Es gibt nichts, was ich dich noch lernen könnte, Prinz Florian. Welches Recht bedenke, habe ich dich sowieso nicht viel lernen lassen. Bravo! Bravo. Hey. Also, nein, es gibt ja wirklich keinen Boss. Naja, ich sag's mal so, lieber keinen Boss, als nochmal gegen Bowser Jr. zu kämpfen, der ja exakt der gleiche Boss ist wie sonst immer. Juhu! Du-du-dum. Good job, guys! Fuck. Und so meisterten Yoshi und der Prinz mutig alle Herausforderungen. Ihre Reise durch das Blumenkönigreich ist jedoch noch längst nicht vorbei. War diese letzte Prüfung nur die erste von vielen? Werden sie auch die restlichen Königssamen finden? Schalten Sie beim nächsten Mal ein! Um das herauszufinden. Okay. Ich glaube an dich! Ich weiß. Fuck, ich bin untergefallen. Ach mal, kauf damit! Warte. Oh! Hier geht's dann, glaube ich, weiter, ne? Lass uns mit einer Propellerblüte zu den Blüteninseln zurückfliegen. Hier glänzt alles so schön, aber lass dich davon nicht ablenken und halte dich gut fest. Sieht so schön aus hier. Ich will hier bleiben. Ich will nicht gehen. Max, ich will nicht gehen. Dann geht's dann wieder zurück zu den Blüteninseln. Das war eine kurze Welt. Aber trotzdem cool. So, und jetzt? Yay! Max am Struggle. Ah, das pinke Ding ist auch weg, damit hat er die Hälfte seiner Wolken verloren. Tja, Bowser, wir sehen uns bald wieder. Hey, ihr Nervensägen! Hört auf damit, meine armen, wehrlosen Piranha-Wolken anzugreifen! Jetzt bin ich mächtig sauer, aber denkt nicht, dass ich mich schon geschlagen gebe. Was zum... Er singt! Meine Vorbereitungen für das große, nein, das riesige Wunder habe ich nicht unterbrochen. Warum hört ihr nicht endlich damit auf, es mir zu verderben zu wollen und freut euch einfach drauf? was zum... Das liegt ziemlich übel, was plant ihr nur? Wir müssen weiter Königssamen sammeln, je eher wir alle haben, umso schneller erreichen wir Bowser. Mal überlegen, uns fehlen noch genau 3 Königssamen. Einer sollte in der wolkenlosen Wüste sein, ein weiterer in der Fungimine und einer in den Magmatiefen. Wenn du dir diese Gebiete noch einmal an der Gesamtkarte ansehen möchtest, drücke L und dann X. Was meinst du, wohin sollen wir zuerst reisen? Die Entscheidung überlasse ich ganz dir. Ich würde mal sagen, da wo man am wenigsten braucht, wird nächstes lang, also, oder generell einfach die Uhrzeigersinn, alles im Kreis. Also, ja, machen wir das rechts, das ist die Wüste, ne? Dann gehen wir da als nächstes hin. Aber Max kann natürlich machen, was er will. So Weinboom. Ja. Ich bin jetzt eigentlich frei. Hä? Was zum? Was sollte das denn jetzt? Oh mein Max. Schön, dich wiederzusehen. Dieser gemeine Kerl hat mir immer noch Angst gemacht. Aber ich glaube an dich, Prinz. Fische habe ich keine mehr gefangen. Dafür hatte ich eine Flasche mit einer seltsamen Nachricht am Haken. Sie lautet Boraform. So besiegt man seine Gegner mit Köpfchen. Wenn ich nur wüsste, was das bedeuten soll. Ey, die spoilern alle, was als nächstes kommt. Was soll das? Wusstest du, dass die Steuerung für Kampfattacken und Rennen... Ja, komm, weiß doch jeder. Komm, sei leise, Mann. Das weiß doch jeder. Max, möchtest du noch zusammenreisen, oder? Du klangst gerade erfreut, nicht mehr zusammenzureisen. Ich bin froh, jetzt wieder das Spiel alleine spielen zu können, ja. Wow. War es nicht so schön? Es war schön, aber wir sind halt in anderen Geschwindigkeiten unterwegs. Ja. Ja. Na gut. Okay, dann machen wir weiter mit Höhle der Juwelenblöcke. Oh, warte mal. Oh, das Level? Ja, das Level. Okay, da muss ich meinen Charakter wechseln, denn hier kriegen wir das letzte neue Power-Up. Und naja, Yoshi kann keine Power-Ups einsammeln, deshalb nehmen wir einfach... Ja, nehmen wir Toadette. I'm ready! Warum nicht? Alrighty! So, Höhle der Juwelenblöcke.
Danke, es ist egal, was für ein Abzeichen ich nehme. Zumindest das erste. Achso, ich habe jetzt noch online an. Ja. Max ist gegangen. Ist das ein... Oh, lass mich drauf! Hey! Nein! Mann! Er hat's auf mich abgesehen. Da ist es! Das, der Burapilz! Sehr ähnlich zu Mario Galaxy, so ein Power-Up. Mit dem kann man mit einer Stampfattacke nach unten bohren, so wie Mario Luigi, und dann mit einem Sprung kommen wir wieder hier raus. Bang! Oh. Man kann auch einfach ducken. Cool. Und ich glaube, wenn man... Ja genau, wenn man an die Decke springt, kann man auch an die Decke ran. Das finde ich sehr cool. Oh Gott, die Farben, alles so schwarz. Schwarz, pink. Looks nice. Aber wir müssen aufpassen. Offensichtlich. Was soll ich sagen? Ich bin frei. Yay. Sei frei und leb dein Leben. Wow, nein. Die aber nicht, die sind jetzt tot. Haha, haben es auch verdient. Haja. Nein, wir gehen nicht in die Haja. Ah, das ist cool gemacht hier. So ein paar Details in der Wand, dass man sehen kann, dass man hier sich runterbauen muss. Das finde ich cool. Das ist cool, aber ich frage mich, warum man das Power so spät bekommt im Spiel. Das frage ich wirklich. Aber man kann auch einen höheren Jump machen dadurch. Man hat, glaube ich, so ein bisschen höheren Jump, oder? Es wirkt zumindest so. Und der baut auch so ein bisschen. Schaut mal. Du, du, du. Ja, doch, ein bisschen. Baha! So, haben wir alles? War hier überhaupt was Wichtiges drin? Hier war gar nichts, ne? Nee, komm, egal. Dann halt nicht. Aber das ist echt cool. Das ist natürlich echt cool. Wow! Ich werde es sehr erfreut. Jaja! Beim nächsten Mal, Luigi, haben wir dann. Also, falls jemand entkommen sollte. haben wir dann wahrscheinlich dieses Power-Up. Statt diese Bro-Moves. Maybe. Wow! Boah, der hat mich fast umgebracht. Oh mein Gott. Wow. Gut, dass ich noch einen Petto habe hier. Wisst ihr was? Oh Mann, nein, oder? Warte, warte, warte. Oh nein. Sag nicht. Ah, kann doch nicht sein jetzt. Ach nee. Ernsthaft? Ich komme doch bestimmt noch nach oben, oder? Wo ist denn da die Box? Nee, das wird nichts mehr. Was mache ich jetzt? Ich weiß, was ich mache. Komm her. Komm her, Kumpel. Oh man, stirbt da nicht sofort von. Soll ich es einquetschen? Das haben die entfernt. Oh, normalerweise ist man immer direkt gestorben nach dem Einquetschen. Das haben sie wohl geändert. Hm. Ja, ich habe jetzt nochmal neu gestartet, weil mir halt einfach jetzt das Secret da verloren gegangen ist. Und das ist wahrscheinlich. Boah. Wahrscheinlich. Yes. Eine 10er-Münze. Und die wollen wir natürlich alle sammeln. Die Musik kennen wir aber schon, oder? Ja. Okay. Okay. Ich finde es aber cool, dass man nicht so viele One-Ups hier hat in diesem Spiel. Also ich habe ja nur 27 jetzt. Okay, ich bin auch öfter gestorben, aber trotzdem. Trotzdem. Was ist denn jetzt? Oh, verdammt, ich hab den Pilz nicht mehr. Okay, ich brauch das. Ich brauch das, ich brauch das, ich brauch das, ich brauch das, ich brauch das. Runter, runter, runter. Hallo, runter. Okay. Was zum... Immer weiter runter, immer weiter runter. Das rausholen. Ja, durch. Okay, runter. Oh Gott. Wir haben's. Ja, mit dem Power-Up ist es einfach. Ohne ist es schwer. Boah. Hä? Ist hier was? Ich kann hier hoch. Nee, ich hoffe, da ist nichts. Ja, ja.
Danke! Danke! Lachtest du bereits? Das. Nein, egal. Schaut mal da. Nein! Hoch da! Yep! Genauso. Gaga? Wer ist hier Gaga? Hoffentlich nicht ihr. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ah! Da ist doch was. Oh nein, wie soll ich da hochkommen? Nein! Oder? Doch! Doch, ich komme hoch! Oder soll man so. Ach, so soll man eigentlich da rankommen? Habe ich es dann einfach getrickst? Nee, es geht beide Wege. Na gut, ne? Wenn beides geht. Ich will hier raus. Aber wir haben ein sehr cooles neues Power-Up. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten paar Folgen ein bisschen hin und her wechseln. Zwischen der letzten Yoshi-Farbe und Nabbit. Also das können wir doch das neue Power-Up nicht genießen, ne? Ja. So, wunderbar. I did it! Was hat er gesagt? Ich hab's nicht ganz verstanden. Aber bestimmt kann man sich online alle Soundeffekte anhören, oder? Früher oder später zumindest. Hui, was haben wir denn hier? Die Wüste ruft! Da sage ich hier mit allem, was man für eine Reise in die folgenlose Wüste braucht und blöd Aufleberkunde. I will. So, das nehme ich mit und... Na komm, jetzt kennen wir eigentlich sowieso schon alles, was man hier spoilern lassen könnte. Gamer Boratot. Kaufen wir ein paar Sandys. Geduckte Peach, sie heult einfach. Gelber Tod am Schwimmen. Elefantenbeach. Oh Gott, Hilfe. Was? Ballonmopsi, wie sieht der denn aus? Gelber Elefantentod. Elefanten Mario. Mopsi am Strecken. Bora Daisy. Schick, schick. Okay, die wir doppelt haben, die lese ich nicht vor. Das ist alles alt. Mopsi schwimmend. Mhm. Ja, Mopsi werden wir dann in übernächste Folge wahrscheinlich spielen. Wenn alles nach Plan läuft zumindest. Ja, da kriegen wir jetzt wirklich nur die gleichen Sachen? Ich werde die Folge gescannt, ey, hallo! Ballon Luigi! Also kann man später noch zum Ballon werden, okay. Brennender Mopsi. Stampfender Mopsi. Was auch immer das für ein Yoshi ist. Die Wolke so, Roter Yoshi auf der Wolke. Er ist sehr determined. Luigi am Schwimmen. Komm, kriegen wir noch was Cooles? Komm schon, irgendwas Cooles. Irgendwelche neuen Sachen. Ich habe die übrigens noch nicht ausgerüstet, alle. Ich warte erst, bis ich alle habe. Yoshi mit der Zunge. Schwimmender gelber Yoshi. Nee, ich glaube, wir kriegen nichts mehr, oder? Ah doch, Peach-Pose. Mhm. Gelber Yoshi-Pose. Na, noch mehr Pose, aber brauche ich nicht. Na gut, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter in der Wüste. Oh, schade, dass ihr kein Like gelassen habt. Aber ihr könnt jetzt auch ein Like da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann freut sich Yoshi. Schaut, wie er sich freut. Ist zwar angestrengt, so viel Like, aber da lassen Hilfe. Und so guckt ihr gerade, weil ich ständig nach Likes frage. Ja. Da-da.